Hey Freunde, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir fahren nämlich mit dem Base-Team Köln mit einem 50-Mann-Bus nach Fulda und unterstützen die Jungs und Mädels und das ganze Team. Und ihr seid mit dabei. Ich glaub an dich, halt an dir fest, dir ist alles möglich. Dabei seid. Das ist echt mega. Der Bus ist voll geworden. Das wird ein richtig cooler Abend heute. Die Fulderer, die freuen sich schon mega auf uns. Ey, macht mal ein bisschen Action da hinten. Bin schon eingeschlafen. So, nach einer dreistündigen Fahrt sind wir endlich in Fulda angekommen. Und ihr seht schon, hinter mir wird schön fleißig ausgepackt. Und wir wurden auch schon ganz herzlich hier willkommen geheißen von dem Fulderer Team. Und jetzt geht's rein in die Halle. Ich nehme euch mit. Viel Spaß. Was sagst du so? Es ist einfach der Hammer. Wo ich die Halle heute Morgen gesehen habe, da habe ich ein bisschen Angst gekriegt, aber... Ja. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Ich bin auch noch im Schockzustand. Ja. Gerade angekommen. Hab gesehen, wie viele Leute passen denn hier rein? Ja, es würden so 2000 Leute reinpassen. Wir müssen allerdings mal 1400 abriegeln wegen den Notausgängen. Okay. Wir gucken mal. Wie viele Gemeinden sind hier involviert? So 20 Gemeinden sind in den Teams und arbeiten hier mit. Und die sind alle dabei? Ja, alle dabei. Martin, Walter, was läuft? Ja, endlich ist es soweit. Base hier in Fulda. Wir sind mega gespannt, wie es heute wird. Aufgeregt? Aufgeregt natürlich auch. Und ja. Spannung steigt. Ihr habt alles unter Kontrolle. Bis jetzt ja. Also wir sind sehr, sehr gut vorbereitet und es wird mega, mega. Yeah. Hashtag Base Fulda wird mega. Ganz genau. Hashtag. Merkt euch das. Servus. Sag mal hi. Hi. Wer bist du? Ich bin der Viktor. Viktor, was machst du hier? Lass mich mal gucken. Jawohl, Foto. Oh, du machst die Fotos. Ja, ohne Photoshop. Hey, Viktor, jetzt ganz ehrlich, du hast jetzt gesagt ohne Photoshop. Wie viel bearbeitest du eigentlich an den Bildern? Also an den Bildern bearbeite ich tatsächlich nur Farbe und Bildschnitt, aber ich mache keine Leute schöner, weil die schon schön genug sind. Oh! Meinst du, kannst du was machen? Bei dir? Hase, du bist doch schon vergeben. Vielleicht so ein bisschen, vielleicht kannst du die Perspektive von weit, irgendwie weit, ganz weit nehmen. Wieso? Das müssen wir rausschneiden. Scheiße. Wie läuft's? Läuft gut. Ja, läuft gut? Ja. Heute ständig das Handy vor der Nase. Echt? Ja. Na, die Jugend von heute. Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und erzähl mir mal, was ist das Geheimnis von Base Fulda? Dass wir ein total cooles Mitarbeiterteam haben. Echt? Und ja. Und wie viele Leute seid ihr? Aktuell um die 140. Aber das ist ja nicht das Geheimnis, oder? Oder auch? Das ist auch das Geheimnis, weil wir nämlich besonders liebevoll miteinander umgehen, weil wir nämlich alle an das eine glauben. Nämlich, dass wir einen Herrn im Himmel haben. Ganz kurz und präzise. Wunderbar, vielen Dank. Hi. Hallo. Alles Gute. Wie heißt ihr? Ich heiße Dieter. Ich heiße Paul Alpha. Das ist der Paul Alpha. Ja. Was macht ihr hier bei Base? Da wir auch Könige und Priester sind, wollen wir hier die Band unterstützen. Ja, genau. Und du machst den Stand? Ja, den Merchandise. Sag mal, was ist das Geheimnis von Base Fulda? Das ist Fulda
Das Geheimnis von Base Fulda. Ja, das ist Fulda. Das ist das Geheimnis von Base Fulda. Das ist Fulda. Das Geheimnis von Base Fulda. Ja, das ist Fulda, die Stadt. Die Fulda, die Stadt. Ja. Ja, und was ist das Geheimnis, dass ihr noch die jungen Leute unterstützt? Naja, schau, weil das uns riesige Freude macht, wenn man sieht, wie junge Leute schon früh diesen Weg mit Jesus gehen können. Damit sie das können, werfen wir mit unserer Erfahrungsnetz aus. Okay. Du bist immer, wenn ich atme. Jetzt hier im Backstage-Bereich von DJ Peppy. Den müsst ihr einfach kennen. Ja. DJ Peppy. Hallo. Wie kommt man eigentlich auf so einen Namen? Das ist ein Spitzname aus meiner alten Heimat. Ganz unspektakulär. Okay, ja. Also nichts Verstecktes. Da ist nichts Verstecktes hinter, nee, nichts Gefährliches. Das ist einfach mein alter Spitzname. Also wir haben dich ja gerade gehört, die Halle hat gebebt. Ja, Wahnsinn. Vom Feinsten. Du bist echt der Wahnsinn. Danke. Und jetzt erzählt er mir auch noch, dass er auch noch predigt. Ja, genau. Also man kann mich auch buchen für Predigen und Auflegen, um ein bisschen Werbung reinzustreuen. Wie lange bist du schon DJ? DJ 6 Jahre. Ja. Cool. Richtig geil. Auf jeden Fall buchen. Richtig cooler Typ. DJ Peppy. Und auf Facebook und so liken. Wow, wow, wow. Was für ein mega, mega Abend heute. 1300 Menschen waren hier. Und die Halle hat gerockt. Und das hat Fulda noch nie gesehen. Einfach crazy. So viele Gemeinden zusammengekommen, um Jesus zu feiern. Eins zu sein, damit eine junge Generation Jesus kennenlernt. Ein fettes Dankeschön an das All for One Team. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like oder kommentiert es doch. Wir würden uns freuen, mit euch in Kontakt zu treten. Und wir sehen uns am 26.11. in der Essigfabrik in Köln beim Base. Nur nach oben. Peace out.